Jetzt bezüglich unserer Zusammenarbeit, wo wir dich ja schon seit einigen Jahren jetzt unterstützen im Vertrieb und Marketing, auch strategisch, auch bezüglich Skalierungsthemen. Vor unserer Zusammenarbeit, da hattest du ja auch schon mal mit ein paar Dienstleistern, Schrägstrich Coaches, Schrägstrich Beratern, Schrägstrich Mentoren, Schrägstrich Trainern, vielleicht Online-Kurse, alles Mögliche schon mal ausprobiert. Was Sie vielleicht noch mal kurz gedanklich zurückversetzen in die Zeit vor unserer Zusammenarbeit und kurz bevor du dich dann doch wiederum entschieden hast, bei mir den Erstgespräch sozusagen zu buchen und welche Skepsis du da hattest, beziehungsweise welche schlechten Erfahrungen wahrscheinlich auch schon ein paar vor unserer Zusammenarbeit du leiden musstest sozusagen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass der eine oder andere Zuschauer auch schon sich in genau in der gleichen Situation gerade befindet, in der du dich befunden hast vor einigen Jahren vor unserer Zusammenarbeit. Und welche Skepsis du da quasi auf deinen Schultern mitgetragen hast, logischerweise aufgrund der auch nicht immer so erfreulichen Erfahrungen mit diversen Coaches und Beratern und Kursen und dergleichen und auch Agenturen, und was dich dann sozusagen doch dazu bewegt hat, doch nochmal es zu riskieren, in Anführungsstrichen, bei dir einen Erstcall zu buchen. Also im Endeffekt ist es dasselbe Problem, was wir eigentlich auch haben gegenüber unserer Konkurrenz, nämlich wir setzen auf wirklich die individuelle Lösung, individuelle Betreuung von unseren Kunden. Das heißt, für uns ist wichtig, dass wir wirklich an die Problematik des Kunden rangehen und eben nicht eine skalierte Lösung anbieten. Das ist manchmal etwas schwieriger oder das härtere Geschäft. Ist dann aber eben auch genau dasselbe Marketing. Also da ist für uns halt wichtig, diesen Beratungsansatz halt individuell auf den Kunden abzustimmen und diesen Schmerz, wie du es nennst, was wir da vorher hatten, ist, dass natürlich die größeren Agenturen versuchen, möglichst standardisierte Produkte anzubieten, was ja logisch ist, einfach aus wirtschaftlicher Sicht für die. Die können das halt nicht so abbilden, dass sich dann der Coach oder der Berater wirklich mit dem Einzelnen auseinandersetzt und dann auch die Historie kennt und die jeweiligen Gegebenheiten dann auch kennt. Auch ein bisschen die Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, wo man daraus gelernt hat. Das ist bei den größeren Anbietern schwierig, weil die versuchen da eben ein Standardprodukt abzuliefern mit logischerweise dann auch Standardantworten auf alle Fragen, die man so stellt. Und die können da gar nicht so sehr im Detail auf die Fragen dann wirklich eingehen, die man dann unter Umständen hat. Und so wie wir das eben bei den Kunden anbieten möchten, dass wir da eben darauf eingehen, auf die Problematiken und auf die Problemstellungen beim Kunden, das Gleiche brauchen wir dann eben auch für uns. Also dass wir nicht so eine durchgezogene Marketing-Maschine haben, sondern ein individuell für uns ausgestelltes Marketing, wo, nachdem ihr ja auch die nach außen hin unser Unternehmen repräsentiert, dieser ganze Wert letztendlich durchgängig bis nach draußen getragen wird.